Einen wunderschönen guten Tag, Couchers, zu einer neuen Runde. Eine Runde ist irgendwie falsch, das passt in dem Zusammenhang nicht, aber zu einer neuen Folge Production Line. Und, als erstes, ich habe weiterhin keine Ahnung, was hier mit dem Fit Electronic ist. Auf jeden Fall möchte ich das ganze Ding da doch mal eben. Okay, haben wir unser Security Feature unlocked. Da werde ich dann jetzt ja auch erstmal irgendwas brauchen. Eine Zentralverriegelung ist ganz cool, aber ich würde sagen, als erstes brauchen wir erstmal einen Alarm. Das beides hier ist irgendwie Luxus, ist zwar praktisch und ich wollte es in meinem eigenen, also zumindest das hier, wollte ich in meinem Auto, eigentlich Keyless Entry ist ja eigentlich auch, dass man nicht mehr den Schlüssel rein, das sind beides Luxusdinger, die ich in meinem eigenen Auto nicht mehr missen möchte, aber eine Alarmanlage, glaube ich, dann doch erstmal wichtiger. So, jetzt möchte ich bitte hier Fit Electronics hier mal eben dazwischen. Warum kann ich das da nicht hinsetzen? Fit Electronics. So. Was macht Fit Electronics eigentlich? Ich meine, ich weiß, was Fit Electronics machen. Es passt die Elektronik an. Aber ich meine, das hat gar keine Ressourcen oder so. Scheibengleis. Okay. Hier kann ich. Oh nee. Das Ding macht tatsächlich eigentlich aktuell gar nichts. Es fügt irgendwelche Elektronik-Sachen hinzu, die ich gar nicht habe. Oh. Aber, was ganz geil ist, ich habe hier, dadurch, dass ich jetzt hier zwei Reihen habe, kann ich jetzt hier zwei verschiedene Sachen gleich machen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wir haben jetzt übrigens hier tatsächlich keinerlei Engpass mehr. Also hier, das läuft jetzt so durch. Sind wir eigentlich schon fast, ja, was, zu schnell können wir nicht sein, aber prinzipiell, naja, es kommt da nicht genug an. Das heißt, wir setzen jetzt mal hier hinten an. Problem ist, hier hinten ist alles sehr, sehr, sehr eng. Was ich allerdings machen kann, ist das hier eigentlich, das ist auch ein Importer, oder? Ja, das ist auch ein Importer. Das habe ich jetzt natürlich gerade vergessen. Ich möchte gleich mal hier das Chassis neu machen. Wir werden das für die nächste Forschung, deswegen stelle ich hier auch mal gerade auf ganz schnell. Autos werden übrigens gerade keine verkauft, das heißt, ich muss mal ein bisschen runtergehen. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall hier das Chassis-Zeug erforschen, nachdem ich hier den Autoalarm erforsche. Wobei eigentlich, das habe ich beim letzten Mal mich ja schon gefragt, kann ich das eigentlich gleichzeitig laufen lassen? So, hier, Chassis. Research. So, sehe ich jetzt hier irgendwie Chassis, die untersuchen jetzt alle das Chassis, okay. Gute Frage. Jetzt kann ich aber in dem Zusammenhang, bis das erforscht ist, mal eben gucken, ob hier irgendwas anderes auch noch. Hier kann ich auf jeden Fall nichts machen. Das Ding läuft halt einfach. Da passiert sonst nichts. Hier. Kann ich sonst auch nichts machen. Die arbeiten hier, die exportieren die Autos und ansonsten passiert da nichts. Okay. Ich will wissen, ob ich irgendwo noch was ändern kann. Kann ich hier vielleicht bei der Farbe was machen? Choose. Ich kann hier High Pressure Point Nozzles. Das braucht 8,5 Sekunden. Das ist eigentlich ja egal. Ich könnte das hier generell schneller machen. Allerdings aktuell einfach keinerlei Bedarf dazu. Beim Paint kann ich interessanterweise nichts machen. Da kann ich nicht sagen, ja, hier mach mal das und das schneller oder mach mal das und das.
Ich meine, klar, das muss. Okay, nice. Wir haben jetzt unsere Achsen. Das andere läuft doch sowieso noch, oder? Ja, das andere läuft sowieso noch. Das heißt, da muss ich aktuell nichts Neues machen. Alles klar. So, dann möchte ich jetzt hier unten bitte Chassis Assemble. Wir fangen jetzt hier an und gehen einfach in die Reihe. Oh, shit. Wobei, jetzt kann ich gleich testen, ob ich hier auch noch aus der Richtung, wobei geht auf jeden Fall, weil hier gehe ich auch aus der Richtung weg. Das heißt, ich kann hier mit den Chassis reingehen, die laufen dann halt nur dahin. Das ist aber ja vollkommen in Ordnung, weil hier oben, ja, viel muss da eh nicht ankommen. Das ist schon okay so. Habe ich hier eigentlich, bevor ich das mache, eigentlich, der Roboter ist installiert, okay. Könnte ich tatsächlich überlegen, das hat ja auch einer von euch in die Kommentare geschrieben, dass ich noch mehr Roboter erforschen kann. Ist eine Überlegung auf jeden Fall. So, wie war das? Achsen dauern. Hier ist so wenig Platz. Aber, haha. Wir expandieren einfach nochmal. Bam. Wir expandieren nochmal. Achsen brauchen 13,45, 4,38 Sekunden. Okay, das heißt, wir machen eine Achse hier. Wir machen eine Achse hier. Wir machen das hier hin. So. Und wir machen hier den Fuel Tank. So. Ich habe hier einfach, eigentlich lasse ich mir hier viel zu wenig Platz. So, jetzt machen wir hier Converter. Wir gehen so lang. Gerade gucken. Pfeile gehen alle in die richtige Richtung. Ja, okay. Dann machen wir das so. Wir machen das so. Pfeile gehen auch hier weiterhin alle in die richtige Richtung. Das ist gut. Dann, ich denke, dass ich die Dinger hier alle von demselben Importer machen kann. So, und ich muss nur wieder aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder irgendwelche Sachen verbinde, die ich nicht verbinden möchte. So. Das hier wieder wirres. Oh Gott, das hätte ich mir... Oh nee, und ich habe schon wieder verkackt. Das ist doch unglaublich. Es hätte vollkommen gereicht, wenn ich das hierhin verbinde. Jetzt habe ich hier eine Verbindung, die ich einfach nicht brauche. No route to stockpile. Ach. Okay. Das habe ich ein bisschen verkackt. Passiert hier jetzt überhaupt was gerade? Ah ja, ich habe die Achsen eben gar nicht gesehen. Okay, das muss jetzt halt ein bisschen aufholen, aber eigentlich müsste das Ganze hier relativ zügig laufen. Ich könnte hier tatsächlich einfach den Roboter noch einbauen. Das geht dann zwar nicht viel schneller, aber zumindest ein bisschen. Weil das hier dauert ja nur 4 Sekunden oder 4,3. Das hier dauert länger. Das heißt, hier wird es immer leicht stauen. Ich muss jetzt einfach mal hoffen, dass das aufholt. Wie lange brauchte das? Das brauchte 13,5 und das braucht 4. Davon habe ich aber 2. Das müsste sich etwa eigentlich ausspielen, dass das hier gut passt. Bin ich der Meinung. Vielleicht hätte ich den. Eigentlich habe ich hier ja Platz. Eigentlich hätte ich da Platz machen können. Bisschen ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich. Was wir jetzt auch außerdem machen, ist, wir setzen einfach nochmal 2 Research Offices dahin. Weil mittlerweile hier, wenn ich mir hier so unser Geld angucke, dann kommen wir eigentlich ganz gut zurecht zurzeit. Hier ist aktuell, ja, okay, dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben, haben wir hier jetzt auf jeden Fall einen Überbedarf. Okay, und dadurch kann das hier auch nicht produzieren, ne? Okay. Was ich jetzt gerade überlegen könnte, ist,
die hier nochmal separat mit Ressourcen zu versorgen. Weil da fehlen ja auf jeden Fall Ressourcen. Die Roboter stehen zwischendurch immer wieder. Wir geben denen jetzt. Ich will jetzt nochmal das mit dem Supply Stockpile gucken, was genau das macht. Wie genau funktionierst du jetzt? Add Items. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt hier brauchen, ist das Problem. Gott, die brauchen alles Mögliche. Jetzt bin ich leicht überfordert. Oh, warum haben wir gerade kein Research? Wir haben doch hier unten unseres eigentlich. Ach, man kann nur eins gleichzeitig researchen. Und, ich möchte das Ding nochmal abreißen, da komme ich gerade nicht ganz drauf klar. Was ich einfach jetzt tatsächlich machen werde, ist, dass wir von hier nein, da wollte ich nicht, das wollte ich. Kann ich hier nicht drüber? Doch, da kann ich drüber gehen. Warum kann ich hier drüber gehen, aber nicht über die Mitte? Nein, das wollte ich nicht. Nein, auch da. Das mit dem Rechtsklick ist noch so ein bisschen. Ich will immer die Dinge abwählen, aber dann wähle ich immer gefühlt alles ab einfach. Dann baue ich immer eins ab. Da ist die Steuerung noch ein bisschen tricky, nenne ich es mal. Okay. Prinzipiell ist sowieso alles, was ich hier so mit dem Platzbedarf zu tun habe, ist aktuell suboptimal von mir noch gebaut. Aber es ist die erste Firma. Von daher wird das mit Sicherheit bei der nächsten Firma, werde ich da auf jeden Fall irgendwie auf andere Sachen nochmal achten, wo ich jetzt weiß, dass ich, okay, hier das und das hätte ich eigentlich be bedenken müssen. So, jetzt würde ich gerne mal oben bei Fit Electronics würde ich gerne irgendwas hinzufügen. Das waren doch hier, waren das, wobei, bevor ich das jetzt mache, kann ich einfach mal kurz gucken, was kann ich theoretisch bei Fit Electronics hinzufügen? Da habe ich Musik, Bluetooth-Phone, Voice Recognize und ZNF. Okay. Dann gucken wir doch. Also, machen wir doch Musik. Das ist doch eigentlich ganz gut. Machen wir Musik. Entertainment ist das einmal. Da habe ich auf jeden Fall auch das hier und das hier. Was war das andere? Den Rest sehe ich gerade gar nicht. Was ich auf jeden Fall noch machen kann, ist hier das mit den mehr Robotern. Aber dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier in den Entertainment-Bereich. Die Autos verkaufen sich weiterhin gut. Das brauche ich also aktuell nicht. Das kann ich auch nochmal zumachen. Wo kann ich jetzt Airbags einbauen, ist die Frage. Hier ist Engine. Extra-Robot, Autosteer, Headlights. Hier kann ich auf jeden Fall. Man kann einfach so viele Sachen machen hier noch. Extra-Roboter, das brauchen wir nicht. Ah, hier kann ich. Nice, hier kann ich den Fahrer-Airbag einbauen. Speed plus 6 Sekunden. Das ist okay, das ist nicht schlimm. Aber das wollen wir doch auf jeden Fall mal machen. Das heißt, momentan brauchst du 6 Sekunden. Jetzt brauchst du 0,6. Okay. Jetzt haben wir schon mal zwei verschiedene Sachen.
Jetzt bin ich gespannt. Deswegen mache ich das hier noch nicht. Hier müsste ich das ja wahrscheinlich auch machen können. Nee, hier kann ich das nicht machen. Okay, also damit ich spezielle Sachen einbauen kann, so wie also sowas wie eben die Accessoires hier, während Airbags etc., muss ich die spezialisierten Sachen machen. Ich kann nicht in dem Ding, was einfach alles macht, New Vehicle Name, das Sicherheits... Nein. Wie nennen wir das denn? Also erstmal machen wir natürlich den Preis ein bisschen höher. Das ist klar. Fair Price ist 16.210. Und wir machen das Ganze jetzt hier mal für... Ja, das haben wir beim anderen ja auch etwa. Der Rambock. Das ist der Rambock. Ja, komm hier. Wir haben jetzt den Rambock. Okay, der Rambock hat sich noch nicht verkauft. Dem anderen habe ich übrigens keinen Namen gegeben. Kann ich dem im Nachhinein noch? Ich glaube nicht. Okay. Das ist doch schön. Jetzt haben wir schon mal die ersten Extras drin. Und das rote Auto steht hier übrigens tatsächlich immer noch. Also ich glaube, das rote Auto wird da nie wieder weggehen. Wie sieht es denn aktuell aus? Also wir haben hier unsere Probleme. Hier ist tatsächlich jetzt dadurch, dass ich die Achsen dahin gebracht habe, kommt zu viel da an. Wie lange brauchen die denn eigentlich? Die brauchen relativ lange. Da habe ich nicht vernünftig gearbeitet. Was ich natürlich machen könnte, ich könnte hier noch, nee, Quatsch, ah nein, ich brauche auf jeden Fall die Fuel Tanks. Ich wollte gerade sagen, ich könnte hier ja noch was langziehen und dann das da hochnehmen. Eigentlich hätte ich ja hier gerne jetzt Accessoires drin, aber ich erforsche tatsächlich jetzt gerade eben einmal nochmal mehr Roboter. Denn dadurch kann ich hier, ich weiß halt nicht, wie groß der Anteil daran ist, dass ich keine, ich möchte jetzt, wartet mal eben, ich möchte, nee, oh, ich will das Ding hier abbauen, das da, ja endlich. Okay, die gehen alle in die richtige Richtung, das war schon mal wichtig. Resource Importer. Das da. Okay. Jetzt will ich eigentlich noch das Ding hier abbauen. So. Jetzt müssten die Sachen nämlich wieder von da hinten kommen, genau. Und hier kommen nur Sachen, von hier kommen nur Sachen für die beiden an. Damit habe ich ja hier zumindest schon mal den Part weggenommen. Aber eigentlich, der kommt sowieso, die Sachen, die gebraucht werden, kommen ja eh eigentlich dann immer zügig an. Shit. War jetzt so nicht hundertprozentig durchdacht. Hier, die können nicht arbeiten, das ist halt leider klar. Habe ich hier eigentlich extra Roboter drin? Ich könnte hier nochmal extra Roboter reinsetzen. Dann geht es zumindest ein bisschen schneller. Wir machen immer noch gut Geld. Der Rambock ist zu teuer. Oder? Ist der Rambock zu teuer? Ich muss mal drauf achten, wie viele... kann ich hier eigentlich sehen, wie viele davon... Nee, Rambock ist nicht mehr drin. Der Rambock wird verkauft. Heißt, eigentlich könnten wir ihn sogar noch ein bisschen teurer machen. Es ist sowieso skurril. Ich habe gerade mein Auto, das ein Airbag hat, ist günstiger gewesen als mein Auto, das kein Airbag hat. Okay, das heißt, da versuche ich gerade einfach mal... Ich will einfach mal gucken, ob ich da mit dem Preis was machen kann. Wie das aussieht. Vielleicht kann ich ihn. Ich wollte ihn gerade noch runtersetzen, ne?
Da wär ja schön blöd gewesen von mir. Wie sieht es denn aktuell aus? Ja, hier hinten ist halt immer noch blöd. Dafür brauche ich hier auf jeden Fall. Eigentlich hätte ich halt hiervon ein drittes benötigt. Ich werde dann gleich gucken, wie das aussieht, wenn ich hier mehr Roboter erforsche. Ob ich dann hier ein bisschen was. Aber das Problem ist ja einfach, dass da auch immer wieder Sachen fehlen. Nicht jedes Mal, aber zumindest teilweise. Ich müsste noch herausfinden, wie genau das hier funktioniert. Aber da ist auch das Schwierige, dass ich dann erstmal wirklich exakt gucken muss, was denn jetzt genau fehlt. So, jetzt möchte ich gerne in meine Autos noch hier Musik einbauen. Danke. Und als erstes werde ich natürlich jetzt hier noch mehr Roboter. 37,14. Hier, also richtig viel runtergesetzt ist es jetzt auch nicht. Aber zumindest ein bisschen. Jetzt muss ich einfach hoffen, dass das mit dem Nachliefern der Komponenten immer relativ zügig geht. Dann gewinne ich dadurch zumindest ein bisschen Zeit. Dann kann ich das Ganze hier auf jeden Fall nochmal machen. Und auch hier, was war jetzt? 57,593. Ja. Das ist immer zumindest ein bisschen was. Sieht übrigens jetzt auch cool aus, wenn ich überlege. Wir hatten irgendwie mit 2 Robotern angefangen und jetzt stehen hier schon 6. Und ja, 2 Plätze sind hier immer noch frei. Das ist schon cool. Aber gut, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Das Ganze läuft doch ganz vernünftig hier. Okay, den Rambock habe ich mittlerweile auf jeden Fall zu teuer gemacht. Da müssen wir mal gucken. Das wundert mich. Warum zahlen denn die Leute für das sichere Auto weniger, also die wollen dafür nicht mehr, viel mehr Geld zahlen. Ich meine, ich investiere da mehr, aber ich kann es nicht teurer verkaufen. Das ärgert mich ein bisschen. Aber gut, da werden wir den perfekten Preis auch noch für herausfinden. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und weiterhin gerne Tipps genommen, was ich hier noch so verbessern kann. Ich werde mal gucken, vielleicht mache ich hier nochmal eine komplett zweite Linie auf, wobei ich glaube, das macht wenig Sinn. Ansonsten haben wir ja bald hier mehr Research, dann können wir noch verschiedene Sachen einbauen. Das heißt, wir haben noch mehr Autovarianten und so weiter und so fort. Bis dahin, Leute, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.